Das muss ich immer meine Herren sagen, doch eine Dame ist auch da. Also von meiner Seite ein zweites Mal grüß Gott, offensichtlich eine Pressekonferenz in Überlänge vom Peter Backhold. Fühlt sich in Hütteldorf natürlich wohl, wie Sie das gehört. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir ihn sehen. Und heute haben ein seltenes Ereignis, dass beide Mannschaften, beide Trainer einen Grund zur Freude haben. Ferl, bei dir wird es ja eine Spur größer sein, weil auch das Match gewonnen wurde. Ich darf dich bitten, die Kollegen sitzen jetzt schon sehr lange herinnen, haben, glaube ich, jetzt keine Interviews von dir hören können. Sonst berichtigt es mir bitte. Darf dich bitten, ein Resümee von dir zu diesem Tag. Über 20.000 Zuschauer, blutjunge Mannschaft, 3-0. Ein bisschen kitschig fast, der Spieler, der, glaube vorgestern seinen Vertrag verlängert hat. Macht einen Doppelpack, junger Bursche. Ein paar Sätze als Analyse zu diesem schönen Tag. Ja, schönen guten Abend. Ja, überglücklich. Also es war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Moment für uns, dass wir das schaffen. Seit meinem Amtsantritt hatten wir in der Liga mehr oder weniger fast nur Endspiele. Und das war heute mit Abstand das Wichtigste. Und ich freue mich einfach für die Burschen, für die Truppe, dass sie heute vor 20.000 Fans das geschafft haben. Ort Feuertaufe auch, weil viele von heute in der Startformation haben das in der Art und Weise sicher nicht gekannt. Und ich denke, der jetzt Rapid wirklich verfolgt hat und beobachtet hat, dass diese Entwicklung, dieser Umbruch auch schon früher jetzt da eingeleitet worden ist und immer weitergeht. Und ich denke, wir sind in einer guten Richtung unterwegs, einen guten Weg. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf die nächsten 10 Spiele als Belohnung. Die Punkteteilung kommt uns jetzt natürlich sehr entgegen. Und ja, ich denke, die Karten werden neu gemischt für den Europacup. Sage vielen Dank für dieses allgemeine Statement und darf euch wie immer bitten um Fragen, kurzes Handzeichen und ein Mikrofon kommt flugs daher. Irgendwer muss die Vertretung für den Herrn Hackl übernehmen, in dem Fall Alex Kapper von Lola, bitte. Vielleicht, wie angesprochen, ein paar Worte zum Zimmermann, wie er sich eingefügt hat, wie er so schnell da auch diese Rolle spielen kann in der Mannschaft. Ja, wie schnell das geht im Fußballerleben, glaube ich, ein besseres Beispiel kann man jetzt gar nicht sagen im positiven Sinne. Die Überlegung war vor Wartens, hat einfach so einen Eindruck vermittelt, dass er uns mit seiner Energie, mit seiner Bereitschaft im Training, seiner positiven Einstellung helfen kann. Und wir haben auch natürlich taktisch analysiert, dass ein Ferdi Truif, das glaube ich ganz gut passt, wenn da ein zweiter Stürmer dabei ist, der richtig dynamisch ist, die Tiefe attackiert, in der Nähe vom Ferdi ist. Und dann haben wir uns entschieden, eigentlich einstimmig, dass wir den Berni spielen lassen. Und diese Woche, was er dann hat, ja, er debütiert, Vertragsverlängerung, jetzt darf er 20.000, 2 Tore. Ist viel für den Burschen. Interviews müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben, haben wir schon mitgekriegt. Aber sei ihm verziehen, sagen wir mal so. Nein, Gratulation. Er lässt sich nie hängen, das ist ein extrem positiver Typ, das passt einfach daher und passt zu mir. Ich denke, ich arbeite gerne mit Spielern, die sich jeden Tag zerreißen, sie immer verbessern wollen und dementsprechend ist es dann natürlich sehr angenehm als Trainer, wenn man ihn einsetzen kann und wenn das dann so aufgeht. Aber noch hervorheben möchte ich halt schon auch unseren Torhüter, der ja das gleiche Alter hat und heute Zimmermann, Hedl überragende Leistungen geboten haben und das alles andere als selbstverständlich ist. Also hörst du das nicht so gern, wenn wir über einen Meistertitel redet? Die Rapidler hören das alle gern. Ich höre es auch gern, muss ich auch sagen, aber es ist nicht realistisch aktuell. Also wir reden ja von der laufenden Saison. Ne? Ja, der laufenden Saison reden wir natürlich. Und vielleicht noch ganz kurz zum Hedl, da ist nur 1-0 gestanden, wo diese Mega-Parade war. Wie sehr ist da das Spiel auf der Kippe gestanden? Oder hast du jemals in dem Spiel geglaubt, es könnte noch einmal in die andere Richtung gehen? Ich denke, der Sieg war schon verdient heute, aufgrund, wenn ich jetzt auch die ganzen Statistiken lese. Trotzdem
hat es uns Klagenfurt richtig schwer gemacht und Gott sei Dank waren sie nicht so effizient wie davor. Und dementsprechend haben wir es dann relativ souverän heimgespielt. Dank, natürlich auch einen großen Dank an Hedl, ja. Zimmermann, nur Ergänzung erlaubt, falls nicht alle wissen, war ja auch schon in der gesamten Vorbereitung dabei, hat glaube ich im ersten Testspiel beim Einsatz kann man Doppelpack gemacht, da heißt das schon ein bisschen spüren können, war auch im Trainingslager in der Türkei mit, ne? Ja, nein, hat immer wieder getroffen, also hat es verdient. Alex Huber bitte. Bei dem ganzen Lob für die jungen Burschen geht jetzt vielleicht ein bisschen unter, dass der Kevin Wimmer, den manche schon abgeschrieben haben, laut der offiziellen Match-Statistik 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Du hast lang gesagt, es ist ein bisschen heikel, ob er überhaupt kann. Ist er eine Überraschung, wie fit er ist und wie gut er jetzt spielt? Oder war das dann unter der Woche schon ersichtlich, dass man jetzt keine Sorgen mehr machen muss, dass er zumindest körperlich wieder der Alte ist? Kevin Wimmer, muss ich dazu sagen, war ein extremes Risiko in der ersten Woche, weil wir 3 Spiele in einer Woche gehabt haben. Und ich aber immer mit ihm das auch besprochen habe und er unbedingt für die Jungs da sein wollte. Das rechne ich ihm sehr hoch an. Und diese Woche war es eigentlich weniger ein Problem, weil wir ja einmal durchschnaufen haben können und auch die ganzen Wehwehchen auskurieren haben können. Er tut der Mannschaft richtig gut, nicht nur am Platz, sondern auch in der Kabine. Danke, keine Nachfrage mehr von jemand anderem. Noch eine Frage an unseren Cheftrainer. Bitte, Mikrofon kommt zum Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung. Jetzt war es ja eigentlich wochenlang immer nur Getriebene hinterherrennen müssen, englische Wochen. Kann man da jetzt durchschnaufen oder wie hält man die Spannung hoch? Ich meine, die Saison geht eigentlich erst so richtig los jetzt mit der Punkteteilung. Wie hält man die Spannung hoch oder wie weit muss man auch jetzt ein bisschen locker lassen? 1, 2 Tage, 3 Tage? Was ist jetzt der Fahrplan? Montag, Dienstag habe ich freigegeben. Durchschnaufen, jetzt genießen den Moment. Die Drucksituation einfach haben wir gemeistert. War nicht ganz klar, dass das so kommen wird. Und dementsprechend ab Mittwoch dann geht es in die letzte Phase, die entscheidenden Spiele und unsere Ausgangsposition. Ja, wir können attackieren, angreifen. Und ich denke, wir haben für Rapid verhältnismäßig wenig Druck. Attackieren, angreifen, worauf angreifen? Mit einer Platzierung von der Höhe, einer Wunschplatzierung, das ist ja alles möglich, also abgesehen von Platz 1. Ja, ich glaube, Sechster will keiner werden im oberen Playoff. Und ja, ich, wenn ich richtig gerechnet habe, trennen uns jetzt dann mit der Punkteteilung dann 3 Punkte von Platz 2, 3, stimmt das? Ja, und ja, das ist ein Spieltag. Auslosung wurde von der Bundesliga bereits für morgen, glaube ich, Nachmittag avisiert, sind wir gespannt. Freitag haben wir dann auf alle Fälle späten Vormittag, wie vorgestern, dann eine Pressekonferenz zum Start der Meistergruppe bei uns hier an dieser Stelle. Bitte sehr, noch weitere Fragen? Horst Hötsch darf ich bitten, auf der anderen Seite ausnahmsweise, Teilzimmer, komischerweise. Auch noch eine Frage zu den Torhütern. Jetzt hat der Paul Gartler lange gebraucht, bis er seine Chance gekriegt hat, hat eigentlich sie nichts zu Schulden kommen lassen, sondern ganz im Gegenteil, gute Leistungen gezeigt. Jetzt kann man aber den Hedl auch schwer ausstellen nach solchen Leistungen. Wie wirst du da umgehen mit dieser Torhüterfrage? Ja, hätte uns einer gesagt, glaube ich, vor einem Monat, war eine Diskussion um Strebinger. Haben wir uns ganz klar deklariert, weil sich die zwei Jungs einfach das auch verdient haben. Gartler und Hedl. Pauli tut es mir jetzt leid, hat sich verletzt, hat davor auch sehr gute Leistungen geboten und hat sich jetzt da am Freitag leider wieder verletzt und ja, der Niki macht seine Sache sehr gut und dementsprechend werden wir jetzt bis zur Länderspielpause gar nicht herumtun und da wird der Niki jetzt da einfach im Tor stehen und danach werden wir weitere Schritte setzen. Aber es ist natürlich eine angenehme Situation als Trainer.
Danke. Nachdem es keine erhobenen Hände mehr gibt, danke ich wie immer fürs Interesse. Danke, oder ich glaube, wir danken allen auch den Besuchern und Besucherinnen und Besuchern. War ein tolles Schön. Erlebnis, wieder mal vor über 20.000 Zuschauern in der Bundesliga. Meiner Erinnerung nach das bestbesuchteste Spiel seit diesem Ausbruch von dieser Corona-Pandemie in der Liga. Im Europacup haben wir mehr gehabt und freuen uns dann auf ein Wiedersehen am Freitag und schönen Sonntagabend noch. Danke. Schönen Abend.